Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und dem Kopfgeld-Jagdziel-Guide für Episode 3 Neu-Charandar im Dunkelfeensumpf. Nur der Vollständigkeit halber machen wir die Map auf, das braucht man hier eigentlich fast gar nicht. Das erste Ding ist gleich geradeaus, kurz vor dem ersten Feuer. Wir gehen einfach hier durchs Türchen, wobei da gar keine Tür drin ist, sondern nur eine Öffnung. Und direkt hinter dieser kleinen Ruine kann schon das erste Kopfgeldjagdziel stehen. So, da drüben ist auch ein Feuerchen und wir machen jetzt einfach mal so die Runde und enden wieder hier bei diesem Feuerchen, weil wenn man denn Instanzwechsel macht, spawnt man genau da und wir gehen einfach zum nächsten Ziel. Wie gesagt, die Map, wenn ihr es einmal gesehen habt, braucht ihr es nicht mehr. Ihr geht einfach von dem Eingang zu diesem Dunkelfeensumpf rechts rum. Da oben auf dem Hügel könnte halt das nächste Kopfgeldjagdziel sein. Rumsbums. So, der nächste ist gleich wieder um die Ecke. Einfach den Gang entlang. Immer schön auf den Faden bleiben, sonst werdet ihr auch in jede Menge Kämpfe verwickelt. Und da sitzt dann so eine große Kröte. Sitzt da nur eine kleine, müsst ihr die erst töten. Und nach spätestens 10 Minuten habt ihr die Chance und spawnt in diese große. So, auch da, der nächste ist ein bisschen weiter weg. Kurz vor diesem Eingang zum Schloss. Wenn man irgendwo rumstehen will und warten und so weiter, muss man da alles gar nicht hin. Aber ich möchte euch halt alle zeigen und die auch in einem vernünftigen Weg, den man denn abgehen kann. Und meistens, wenn ihr Glück habt, braucht ihr sowieso nur die drei im ersten Gebiet unten. Dann seid ihr eigentlich schon durch. Aber falls nicht und ihr euch lieber bewegen wollt, mit Controller in der Hand das Spiel spielen und nicht das Spiel rumstehen wollt, dann könnte da das nächste Kopfgeldjagdziel sein. Auch da ist dann normaler, dann müsst ihr den normalen erst umhauen und dann habt ihr die Chance, dass dieses Kopfgeldjagdziel spawnt. Es ist ein bisschen nervig, weil hier drei von den großen Schlürfern da sind, die einen immer stunnen und festhalten und umhauen und das ist einfach doof. So, aber erledigt. Dann geht's ins Grunkdorf und zwar ganz hinten durch. Da, wo ein Häuptling auch spawnen kann, der auch noch ein bisschen Währung gibt und auch Diamantsplitter und so. Also verkehrt ist es, nie da vorbeizugehen. Wobei ich persönlich das Grunkdorf überhaupt nicht mag, weil die Grunks mich andauernd aus meinen Schuhen holen. Das ist immer nervig. Deswegen bin ich da immer vorsichtig und mache die ganz zum Schluss. Und so viele Prozentpunkte bringen die halt auch nicht. Also ihr müsst im Prinzip da zu der großen Heldenhaften und dann einfach weiter geradeaus durch, ganz hinten ins Dorf. Und wenn ihr reinkommt, auf der rechten Seite kann so ein ganz kleiner Grunk da sitzen. Das war ein Kopfgeldjagdziel. Der nächste ist, wenn ihr rausgeht, auf dem Weg zurück zum Feuerchen. Heißt hier möglichst ohne aus meinen Schuhen gezogen zu werden an den Gegnern vorbei. Und kurz vor dieser Leiter sitzt noch so ein kleines Viech und auch das ist das letzte Kopfgeldjagdziel in diesem Gebiet. So, ich renne jetzt hier einfach raus. Ich bin im Kampf, ich kann nicht reiten. So, und jetzt seid ihr schon wieder an diesem Feuerchen und da vorne war unser erstes Kopfgeldjagdziel. Und damit habt ihr auch alle Kopfgeldjagdzielorte auf dieser Map. Es ist, wenn ihr es einmal gesehen habt, ganz einfach. Falls ihr es nicht geschafft haben solltet, die 100% zu erreichen, dann einfach von hier Instanzwechsel, ihr spawnt am Feuerchen und macht die neue Runde. Viel Spaß mit den Kopfgeldjagden in Episode 3. Tschüss!